Ich bin Leonie, ich bin 23, ich studiere Medienwissenschaft und Soziologie in Tübingen und ich bin wohnungslos. Ich bin auf diese Bahncard 100 Idee gekommen, weil ich eine Mutter in Berlin habe, meine Oma in Bielefeld, meinen Freund in Köln, Freunde in Stuttgart und Nürnberg und Hamburg und weil ich Stress mit meiner Vermieterin in Stuttgart hatte und dort nicht mehr wohnen wollte. Und dann habe ich festgestellt, dass ich genau genommen eigentlich nirgendwo wohnen möchte und dass das mit der Bahncard 100 ja auch eine ganz gute Idee sein könnte und so ist der Plan entstanden. Was ich herausfinden möchte, ist, wie es sich anfühlt, wenn man keinen eigenen Wohnsitz hat. Heißt, wenn man ein Jahr lang wirklich keine Türen hat, die man zuziehen kann, wo dann keiner reinkommt, wo man für sich ist, wie sich das anfühlt. Auch wie sich es anfühlt, nur mit einem Rucksack durch die Wälder zu reisen und keinen mega Kleiderschrank zu haben und keine riesige Wohnung. Ich bin immer schon unheimlich viel gereist und ich finde diese Heimatsfrage sehr interessant, weil was ist Heimat? Ist das da, wo man aufwächst oder ist das da, wo die Durchsage im Zug kommt? Ich fühle mich auch im Zug zu Hause, muss ich sagen. Ich mache das jetzt seit 3 Monaten und auch wenn es natürlich ständig Bewegung ist und ständig unterwegs sein, fühle ich mich trotzdem zu Hause. Die Reaktionen insgesamt waren sehr unterschiedlich. Meine Mutter dachte erst, das sei eine völlig verrückte Idee, dann aber 2 Minuten später kam die SMS, dass ich das wahrscheinlich von ihr habe. Meine Oma, dass das ein bisschen komplizierter wird, das zu erklären, aber die fand das irgendwie so ganz logisch und meinte, das würde auch zu mir passen. Normalerweise esse und dusche ich schon bei den Leuten, bei denen ich unterkomme. Ich habe allerdings auch schon ein paar Mal im Zug meine Haare gewaschen. Hat super gepasst mit der Zeit, so zwischen Stuttgart und Mannheim im ICE. Ich habe mir neulich mal, das hat sogar funktioniert, da bin ich in Tübingen losgefahren und habe angerufen in Stuttgart beim Pizzaservice und habe gefragt, ob die mir die Pizza ans Gleis liefern. Habe denen die Gleisnummer genannt und das hat dann auch funktioniert. Nur leider war der Pizzabote ein bisschen zu früh da und die Pizza war schon ein bisschen angekältet. Ich hatte keine Schneestürme, weil es keinen Schnee gab. Vom Bahnstreik war ich nicht wirklich betroffen, weil diese Hauptstrecke Köln-Stuttgart, die ich hauptsächlich gependelt bin, trotzdem gefahren ist mit den ICEs. Ich hatte allerdings ein super Erlebnis neulich auf der Fahrt von Köln nach Bielefeld. Habe ich einen Zugchef getroffen. Der hat angefangen, als der Zug in Köln losgefahren ist, von wegen, ja, willkommen in unserem ICE auf der Fahrt nach Dresden. Heute mit dem Motto, schlechtes Wetter draußen, gute Laune drin. Da dürfen Sie natürlich gerne mitmachen, also bei der guten Laune. Und da bin ich einfach zu dem hingegangen und habe mich 2 Stunden mit dem unterhalten. Und der war super nett und das war eine sehr tolle Erfahrung. So wie das jetzt alles funktioniert, läuft es eigentlich ganz gut und ich habe noch nicht in Aussicht, dass ich das früher abbreche. Das Ding vor Ort.